Zusammen. Ich habe euch heute den Minimum RC P51, Zweite Weltkrieg, Kampfflugzeug mitgebracht. Minimum RC, die machen sehr viele kleine, feine Flugzeuge. Alle so mit so Crushed-Motoren ausgestattet. Ich zeige euch hier gerade, was ich so alles in diesem Karton gefunden habe. Das sind so Schaumstoffdinger, Aufkleber sind mit dabei, Motoren. In diesem Kit sind auch 3 Servos mit dabei, also 4 Kanäle. So, und eigentlich braucht ihr nur hier einen Empfänger, Akku. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ein Cuttermesser, dieser E6000-Kleber, der hält super auf diesem Schaumstoff. Ein bisschen Sekundenkleber ist sinnvoll. Ja, was haben wir denn noch? Lötkolben macht auf jeden Fall Sinn, weil ihr müsst die Motorkabel noch anmachen. Kneifzange. So, und da geht's schon los. Ich packe hier gerade mal das Holz an und mache den Ständer fertig. Ein bisschen Schleifen noch hilft, um die Krater zu entfernen und das Ganze dann auch einfach noch ein bisschen schöner zu machen. So, das Ganze eingeklebt, da könnt ihr auch diesen E6000 nehmen und der hält eigentlich wunderbar. So nach 5 Minuten ist das eigentlich meistens fest. So, einkleben, super macht er das da. Und hier so ein Aufkleber kommt auch direkt unten drauf, damit man weiß, was das für ein Modell ist. Wichtig, gerade muss es sein, deswegen so ein Parallelanschlag hilft da schon ganz enorm. So, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau, also diese ganzen Ausstanzungen hier sind super vorbereitet und kann so ein bisschen mit dem Cuttermesser kann man so die Reste entfernen. Eigentlich alles, was vorgestanzt ist, muss raus. Manche Teile müsst ihr nochmal nachschneiden, die halten noch fest. Das sind hier zum Beispiel vorne im Motor. Den Motorausschnitt oder hier hinten auch nochmal die Flügel, die Ruder, die da sind, genau, der muss dann noch abgetrennt werden, weil der wird dann mit 1 mm Abstand dann auch wieder festgeklebt, auch mit den Klebestreifen. Die sind hier bei diesem Modell tatsächlich auch mal alle vorgeschnitten, also nicht so wie bei den ersten, den ich da hatte von dieser GB. Ne? So, genau, also wie ihr seht, das Seitenruder ab und wird quasi direkt auch wieder festgeklebt und dafür nimmt man hier so einen schönen Aufkleber, wo quasi alles gleich fertig ist, damit sich das gut bewegt. Genau, 1 mm Abstand, könnt ihr das Lineal nehmen oder auch ein bisschen Gefühl, aber hier sieht man das glaube ich ganz gut. Und da kommt dann später noch so ein Ruderholm rein, auch aus Holz. Muss man vielleicht mal gucken. So, das, was ich jetzt reinklebe, das ist die Servohalterung, müsste das sein, in der Mitte. Für Seitenruder und Höhenruder. Genau, einfach so ein bisschen festgehalten, das Ganze, und dann da so reingeklebt. Das ist übrigens das Mittelteil. Am besten auch immer so ein bisschen mit Gewichten arbeiten, damit sich das nicht verzieht. So, restlichen Aufkleber, alles das, also die Aufkleber könnt ihr immer so verteilen, wie ihr gerade lustig seid. Ist eigentlich so selbsterklärend, wo die hinkommen. Ist auch nochmal eine super Anleitung im Download drin, also ihr müsst euch eigentlich nicht das angucken, was ich hier gemacht habe. Ich wollte es nur mal zeigen, ich habe mitgefilmt. So, das heißt, jetzt hier schön mit E6000 einkleben und das Ganze dann natürlich mit Gewichten dann
beschweren, damit sich das auch nicht verzieht. Am besten Bücher drauf und am besten auch mal wirklich mal ein, zwei Stunden liegen lassen, damit das richtig schön durchzieht. Bei mir habe ich das jetzt sogar über Nacht gemacht und am nächsten Tag ging es dann weiter. So, die Servos, am besten testet ihr die vorher und macht den Servo Arm quasi in der Mitte drauf, damit er gleich zentriert ist. Ich habe das schon quasi eingerichtet. Das ist übrigens ein DSMX-Empfänger, den ich da benutze. Gibt es auch als FireSky-Version. Und genau, da klebe ich jetzt quasi erstmal die Querruder ein. Also das Coole ist bei diesem Modell, es hat wirklich Querruder, Höhenruder, Seitenruder mit drin. Also schon recht komplex. So, das ist der Mittelholm. Da mache ich den auf den Kleber erst kurz vorher drauf und dann in die Mitte geschoben. So, und da ist es halt auch extrem wichtig, dass ihr den gleichmäßig einklebt. Und dazu habe ich einfach ein Lineal genommen, den Abstand zum Boden gemessen. Und wenn er gleich ist, dann ist das Ding auch gerade. Ne? Also ihr wollt ja nicht krumme Flügel haben. So, bei dem Motor, da klebt man so ein bisschen Aufkleber drumherum. Dann sieht das nämlich optisch auch ziemlich geil aus, weil der dann vorne schön reinpasst. So, und der wird dann auch einfach nur eingeklebt. Diese Motoren kriegt man auch super als Ersatzteil, falls ihr mal einen Boden einrammt und die Welle kaputt geht oder sowas. Gibt es auch wunderbar als Ersatzteil. Das ist, glaube ich, muss ich verlinken, wenn ich da einen finde, den es da gibt. Ich habe das schon bei dem Gibi, hatte ich das mal ausgetauscht. Kostet nicht die Welt. So, auch das Höhenruder hinten wird ausgeschnitten, ne? Also kennt ihr schon, aber es ist eigentlich alles super vorgestanzt und da auch wieder das gleiche Spiel. Das wird dann mit einem Millimeter Abstand wird das wieder dran gemacht. Ich habe zur Verstärkung der Klebeflächen von diesen Aufklebern, habe ich quasi unten nochmal so einen Tropfen E6000 dran gemacht und dann halt immer diese Aufkleber draufgelegt und festgemacht. So, jetzt gucken wir mal, wie er das macht. Sehr schön macht er das. Da, ach, ganz ordentlich. So, also ihr könnt auch später, ich habe das bei den Querrudern dann noch gemacht, habe ich dann nochmal zwei, drei mehr dran gemacht, damit es ein bisschen fester wird. Aber hinten beim Höhen- und Seitenruder ist da eigentlich so wie vorgesehen. So, hier dann schön in die Ausschnitte, dann nochmal ein bisschen den Kleber reingedrückt, dann ausgerichtet und dann hält das aus. So, hier seht ihr jetzt quasi die Querruder. Das sind die großen Flügel. So, da ist noch so eine Besonderheit, wird ausgeschnitten, dort auch wieder habe ich mit Klebepunkten gearbeitet und dann die Aufkleber dran gemacht, so ein bisschen rangehalten. Das kriegt ihr dann schon relativ schnell und gut hin. So, und dann ist eigentlich noch wichtig, dass ihr dann nochmal über das Querruder so einen Tesafilmstreifen drüber macht, zur Verstärkung. Hilft einfach, damit das Ding ein bisschen stabiler wird. So, hier den Flügel, der kriegt auch gleich noch ein bisschen Knick, damit er ein bisschen auch Eigenstabilisierung hat. Und dann wird er einfach eingeklebt. Das Schöne ist, es passt alles echt wunderbar. Also man muss nichts friemeln. Die ganzen Teile passen wunderbar ineinander. Genau, und wenn ihr dann den Flügel dran habt, ist es eigentlich nur wichtig, dass er den auch nochmal so fixiert. Ich habe da so aus dem Euroladen so kleine Klammern, damit er auf dem Holz schön festgeklebt wird. Genau. Zusätzlich zur Verstärkung kommt da auch noch ein Carbonstab rein. Ihr müsst gucken, dass ihr den richtigen nehmt. Das müsste jetzt der kurze gewesen sein, der da eingeklebt wird auf beiden Seiten. Die langen werden dann zur Ansteuerung der Höhen- und Seitenruder benutzt. Genau, und das mache ich jetzt hier. Dann nehme ich jetzt nämlich schon mal die Holzholme oder beziehungsweise Anlenkungen, die da jetzt eingeklebt werden. Da ist auch so eine Markierung, so kleine Schlitze. Die könnt ihr so ein bisschen ausweiten mit einem Cuttermesser und dann hier einfach einkleben. Guckt ein bisschen, dass da so gutes Spiel habt, also dass die sehr leicht zu bewegen sind, die ganzen Ruder, auch an das Querruder. Mein Gott, ich hätte auch mal den Halter abnehmen können. Jetzt sieht man das ein bisschen schlecht, aber auf beiden Seiten kommt für das Querruder ein Halter und dann guckt mal, dass ihr die Servokabel ordentlich verlegt. Ihr seht das auch, dass die durch die Flügel gezogen werden. Genau. So, und dann montiert man quasi das Gestänge. Das sind immer zwei Teile, ein Clip und ein so, ja, so ein Winkelteil. Und da kommt ein Schrumpfschlauch drauf. Und der wird dann halt hier mit einem Lötkolben, weil mit Feuerzeug würde ich mir das ganze Ding abfackeln, wird er geschmolzen. Ich habe dann später noch ein bisschen Sekundenkleber dran gemacht zur Fixierung, damit das nicht aufgeht. Müsst ihr einfach mal schauen.
Bei den Seiten- und Höhenrudern könnt ihr das quasi erstmal ja, ohne die Verbindung machen und dann müsst ihr halt die Ruder gerade einstellen und dann nochmal einschweißen. Also das sind so zwei Drehteile, eins ans Servo, eins an das Ruder. So, und dann habe ich nur noch den Motor angelötet. Ihr müsst ausprobieren, ob der in die richtige Richtung dreht. Wenn nicht, müsst ihr einfach die beiden Motorkabel vertauschen. Und wenn der sich beim Anlaufen nach vorne bewegt, dann ist das schon mal richtig. So, und dann einfach mit einem Kabelbinder die Kabel von den Servos schön zusammengeschoben, zusammengezurrt. Und dann ist eigentlich nur wichtig, dass wenn ihr den Akku dann montiert, ungefähr 10 mm von der Flügelkante, also von der breiten Flügelkante, ist quasi der Schwerpunkt. Da muss er quasi ausgependelt sein. Also wenn ihr den Akku dann noch festmacht. So, hier seht ihr, ich mache noch die Ruderbewegung. Die Richtung ändere ich hier noch in die richtige, so dass quasi dieses High Five, also ihr bewegt zum Beispiel das Querruder nach links, so, das seht ihr jetzt gleich, dann also den Stick nach links, dann muss das linke Querruder hochkommen, genauso wie das rechte dann nach rechts. So, und Höhenruder bzw. Seitenruder ist ganz normal. So, ein Höhenruder ist, ihr zieht nach unten. Na, jetzt mach schon. Also das ist ein Seitenruder, genau. Jetzt ja, machst du ganz toll. Ihr könnt das auch noch ein bisschen gerade ziehen. Das ist so ein bisschen flexibel, das ganze Drahtzeug, so dass es möglichst gerade ist. Ihr könnt dann aber auch mit der Trennung arbeiten, genau. Und wenn ich das Höhenruder bzw. den Stick nach unten ziehe, muss das Ruder, das Höhenruder mir entgegenkommen, dann ist es richtig rum eingestellt. So, also wunderbar, funktioniert hier alles wunderbar. Ja, und das war's dann eigentlich schon, ne? Ein bisschen Aufkleber kommen noch drauf und dann ist das Ding auch fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Minimum RC, schreibt in die Kommentare. Das nächste Video wird dann hoffentlich ein anständiges Flugvideo sein.